Guck. Und herzlich willkommen zurück bei Kaya. Mit hier und Elix ist auch dabei. So, bei Elix natürlich. So. Wir waren das letzte Mal hier mit Reinhold im Gespräch. Da war noch eine Sache zu klären. Die wollte ich mir für heute aufheben, weil die Zeit ran war. Ich will nicht zu viel überziehen. Oh, hier. Erkläre mir die Regeln des Horts. Mach mal. Eigentlich sollte dich Xander bereits über unsere Regeln informiert haben. Ja. Aber ich werde sie gerne für dich auffrischen. Zuallererst solltest du wissen, dass wir nicht die Outlaws sind. Wer hier klaut oder sich anderweitig strafbar macht, wird hart bestraft. Die Strafen reichen von einfachen Geldstrafen bis hin zum Tod. Wer hier beim Elex-Konsum erwischt wird oder schlimmer noch damit handelt, muss sich dafür verantworten. Elexit ist die einzige Form von Elex, die wir außerhalb der Maschinen oder als Munition dulden. Hast du das verstanden? Ja. Du entscheidest also, wer Kleriker wird oder nicht. Das hat er uns jetzt schon mindestens dreimal gesagt. Du entscheidest also, wer Kleriker wird und wer nicht. Ganz richtig. Erst wenn ich sage, dass jemand bereit ist, darf er uns beitreten und seine Ausrüstung an sich nehmen. Mal angenommen, du würdest uns beitreten wollen. Dann würde ich dich auf die Probe stellen. Du würdest eine Aufgabe für mich erledigen, die von großem Interesse für die Gemeinschaft der Kleriker ist. Bei dieser Aufgabe würden wir dich beobachten und dann entscheiden wir, ob du zum Akolyt der Kleriker werden darfst. Stell mir die Aufgabe. Wie du möchtest. Da du keiner Fraktion angehörst und hier auch noch nicht besonders viele Freundschaften geschlossen hast, bist du perfekt dafür. Wir haben ein Problem mit Elex-Händlern hier im Hort. Niemand würde mir gegenüber eine ehrliche Aussage treffen. Du auf der anderen Seite bist ein Niemand. Ein ungeschriebenes Blatt. Wenn du das Problem mit den Elex-Händlern aus der Welt schaffst, gibt es natürlich eine Belohnung. Und wenn du dich gut anstellst, ist es dir auch erlaubt, dich uns anzuschließen und ein wahrer Streiter Kalans zu werden. Sofern wir dich als erfahren genug erachten. Naja, schon klar. Mission, hochtechnisierte Alliierte. Ihr habt Probleme mit Elex-Handel hier im Hort? Allerdings. Und wenn ich die Schuldigen erwische, werden sie sofort bei Balder, einem unserer besten Suggestoren, auf dem Stuhl landen. Es ist inzwischen sogar eine äußerst große Belohnung auf die Händler ausgesetzt worden. Wenn du also der Meinung bist, du könntest sie finden, nur zu. Versuch dein Glück. Es ist bezeichnend, dass das Elex überall so viele Probleme mit sich bringt. Und dennoch macht es deinesgleichen sich zunutze. Wir nutzen Mana, kein Elex. Es ist mir gleich, wie ihr es nennt. Im Kern ist es das gleiche Übel. Wie steht's um die Alps? Die Kriegsstrategie gegen die Alps ist Sache von Judikator Ulbricht. Es wird erst zu meiner Aufgabe, wenn sie den Hort selbst bedrohen. Beispielsweise haben die Separatisten meine Aufmerksamkeit. Sie arbeiten vornehmlich im Hintergrund und sind oftmals schwer zu erkennen. So, okay, pass auf. Nee. So, warte mal. Sagt er mir noch was? Wegen den Elex-Händlern hier im Hort. Ja? Wo soll ich mit der Suche beginnen? Ich habe Dietrich bereits auf die Hintermänner des Elex-Handels hier im Hort angesetzt. Du solltest mit ihm sprechen. Ansonsten hatten wir hier erst vor kurzem einen ganz konkreten Fall von Elex-Handel, bei dem ein Verdächtiger entkommen ist. Wir konnten den Kreis der Verdächtigen auf 3 Personen einengen. Wer sind die Verdächtigen? Es geht um Oswald, Hagen und Siegfried. Du solltest mit den Wachen sprechen, die zur Tatzeit Dienst hatten. Jede Wache wird angehalten, Protokolle zu schreiben. Wenn wir Glück haben, geben diese uns Aufschluss darüber, wer der wahre Täter ist. Jo, brauchen wir. Ich brauche mehr Einzelheiten über das Verbrechen. Also pass gut auf. Viel wissen wir nicht. Die Tat ist nachts begangen worden, vor einigen Tagen.
Einen der Verdächtigen konnten wir festsetzen, aber... Nun ja, sagen wir einfach, er ist nicht mehr in der Lage, uns sinnvolle Informationen zu geben. Unsere einzige Hoffnung ist es jetzt, die Protokolle der Wachen von dieser Nacht durchzuschauen. Vielleicht findet sich dort drinnen ja etwas. Wo finde ich die Wachen, die ich befragen soll? Xander, die Torwache kennst du ja bereits. Er steht vermutlich wie immer am Haupteingang und hält dort Wache. Dann solltest du noch mit unserer Grubenwache und der Fabrikwache reden. Die Grubenwache findest du hier direkt westlich, unterhalb der Kathedrale. Und die Fabrikwache findest du im nördlichen Teil des Lagers, bei den Roboterproduktionsstätten. So? Ich vermute, ich kenne den Verdächtigen. Bist du dir sicher? Hast du schon mit den drei Wachen gesprochen und ihre Protokolle eingesammelt? Nein, noch nicht. Und du hast trotzdem schon einen Verdacht? Ich vermute, es war Hagen, Siegfried, Oswald. Nein, ich denke lieber nochmal darüber nach. Mach das. Ja, wir können nicht irgendwelche Leute benennen, die wir... Quatsch. Wir wollten hier einen großen Speicherplatz machen. Hier. Hatte ich glaube am Ende der letzten Folge... Na dann. Keine Ahnung. Egal. Doch, hatte ich gemacht. Oder? Soweit ist es also schon. So, wir sollen also hier auch Verdächtige finden, um hier aufgenommen zu werden. Das ist, ich sag ja. Wir ran ja bei Spiel und erste Kapitel. Das dauert ewig. So. Ups. Darfst du das? Was? Ja, das hat Kaya mir erlaubt. So. Gehen wir mal, was ist denn hier oben drin? Das soll ja irgendwo der Ulbricht, der Walter sein. Nur die Karte Ulbricht. Ach so, Walter Ulbricht. Niemand hat da die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ups. Ach, das fällt alles hier in meine Tasche rein. Kaya? Kaya! Jo. Lass mich nicht im Stich, Mädel. Dann werde ich traurig. Oh ja. Ah ja, ein Neuankömmling, wie ich sehe. Jo. Lass mich dich anschauen. Ja, weg. Dein Gesicht verrät mir, dass du schon so manchen Kampf bestritten hast. Deine Augen verraten mir, dass du großes Potenzial hinter deiner Fassade verbirgst. Was auch immer dir widerfahren sein mag, nun bist du frei, mein Sohn. Ab jetzt wirst du den rechten Pfad des wahren Glaubens gehen. Die Kleriker hören sich alle selbst gern reden. Wir reden, weil wir die Wahrheit verkünden. Kaya, du sprichst mir aus der Seele. Wirklich. Verschone mich mit dem Gefasel. Ja. Danke für die Audienz, Vater. Sei willkommen, mein Sohn. Also gut. Nicht dein Sohn. Warum bist du hier? Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Du bist Warum? Der oberste Judikator, Anführer der Kleriker. Du führst den Krieg der Kleriker in Ignadon außerhalb der Mauern des Horts. Du willst über den Krieg sprechen, ja? Du willst wissen, warum wir immer noch verweilen und unsere Kräfte sammeln, anstatt den Feind im nördlichen Konverter anzugreifen? Du willst wissen, welche Strategie der oberste Feldherr der Kleriker plant, um die Alps zurück in ihr verfluchtes Eisland zu treiben? Oder bist du nur hier, um mir ins Gewissen zu reden, die Leben der Menschen hier zu schützen und die Waffen niederzulegen? Was es auch ist. Das sind Dinge, die den Judikatoren vorbehalten sind, mein Sohn. Deine Aufgabe ist es, zu vertrauen. Nur wer fest im Glauben ist, kann uns dienlich sein. Jeder, der unreines Gedankengut verbreitet, wird im Feuer dieses Berges verenden. Denk immer daran. Spare deine Drohung, ohne meine Hilfe werden die denn. Und doch könnte dir ein
Ein einziger Mann das Schicksal lenken. Und doch könnte ein einziger Mann das Schicksal lenken. Irgendetwas sagt mir, dass ich dich kenne. Dein Gesicht. Nein, du bist kein einfacher Mann. Deine Rolle könnte bedeutend sein in diesem Krieg. Also gut. Lass uns darüber sprechen. Doch vorher sagst du mir, wer du warst, bevor du den Hort betreten hast. Wenn du mir jetzt mit der Ich bin dein Vater Nummer kommst, dann hetze ich Kaya auf dich, Alter. Da kannst du sicher sein. Aber du wirst keine Freude daran machen. Die haut nämlich ziemlich kräftig zu. Sind wir ehrlich? Ich bin niemand. Ich bin nur ein Mann. Ich bin Jax, Alpkommander und oberster Feldherr des Eispalastes. Ihr freien Menschen nennt mich die Bestie von Xakor. Ich wusste, der Tag würde kommen, an dem der Feind seinen Weg direkt in meine Kathedrale finden würde. Deine Tarnung ist exzellent. Ihr Alps habt gelernt. Verflucht sei der Eispalast und seine Höllenbrut. Also, verrichte deine Mission, Alp. Zieh deine Waffe. Diese Kathedrale soll unser beider Grab sein. Ich bin nicht hier, um dich zu vernichten. Ich bin kein Alp mehr. Aber was? Meine Elex-Kräfte sind vergangen. Mein Wort hat kein Gewicht mehr am Hofe des Eispalastes. Ich wurde verraten und bin nun ein Gejagter meiner eigenen Leute. Ist es also wahr? In der Tat. Mich erreichten Gerüchte um dein Exil und deinen Absturz in den Bergen von Edan. Aber ich hätte niemals geglaubt. Und doch stehst du nun hier. Ein Wandler zwischen den Welten. Aber du bist unerschrocken und mutig. Sag mal. Kriterien, die wir hier im Hort oft vermissen. Egal, wer du gestern noch warst. Der Mann, der hier vor mir steht, hat einen gewissen Ruf, der ihm vorauseilt. Oh. Du hast großes Potenzial, das wir gut gebrauchen könnten in diesen dunklen Tagen. Ah. Also sprechen wir über den Krieg. Was willst du wissen? Also wir sind ja mehr mit Quatschen beschäftigt als mit einem anderen heute hier. Die letzte Folge ja mehr oder weniger eigentlich auch schon. So, erzähl mir, ihr, mach mal. Erzähl mir von den letzten Angriffen der Alps auf den Hort. Du müsstest doch genau wissen, wie das abgelaufen ist, Bestie von Xakor. Aber gut, ich schildere dir meine Sicht der Sachlage. Die letzte Welle der Alps ist jetzt schon einige Monate her. Unsere Verluste waren verheerend. Judikator Johann war an vorderster Front. Sein Tod war ein Schock für uns alle. Ich bin mir sicher, wenn die Alps wüssten, wie es um uns bestellt ist, würden sie es wieder versuchen. Also, wenn du doch noch deine Meinung änderst und uns verrätst, wirst du der Erste sein, den wir richten werden, Alp. Seitdem haben sie sich im Konverter verschanzt. Nur Gott weiß, wie viele Maschinen sich wirklich hinter seinen Toren verbergen. Der Alp-Commander im Konverter, mein direkter Gegenspieler, wartet nur darauf, dass wir den Hort verlassen. Nach meinen letzten Informationen unterstehen Commander Jurek etwa 3 Garnisonensoldaten, etliche Kampfmaschinen und eine Handvoll Kolosse. Doch ist der Stand meines Wissens schon einige Wochen alt. Wir müssen mehr als gut vorbereitet sein. Ihr rüstet für eine Schlacht gegen den Konverter in Ignadon? Der Konverter muss endlich seinen Betrieb einstellen. Es ist der einzige Weg, um Ignadon zu befreien. Doch leider ist er bis unter das letzte Deck voller Maschinen und Soldaten, die uns daran hindern werden, wenn wir es versuchen. Nur mit einer gut geplanten Großoffensive werden wir erfolgreich sein. Jo. Hä? Worauf wartet ihr noch? So wie ich das sehe, habt ihr mehr als genug Maschinen. Das mag sein.
Doch muss sie jemand führen? Nur Reinhold und ich sind dafür qualifiziert genug. Jedoch wird das nicht reichen. Judikator Johann fehlt uns. Sein Tod schadet uns mehr, als ich zugeben möchte. Wir brauchen einen neuen Feldherrn. Was ist mit mir? Das könnte dir so passen, Bestie von Xakor. Außerdem, wie steht es um deine Reinheit? Wann hast du das letzte Mal etwas Elex-haltiges konsumiert? Nun ja. Dachte ich mir. Wenn du willst, kannst du an der Schlacht teilnehmen. Doch als Soldat. Wir brauchen einen erfahrenen Feldherrn, der auf den Konsum von Elex-haltigen Substanzen verzichtet. Das ist sowohl höchst unwahrscheinlich als auch... Töricht! Es ist eine Sache des Glaubens. Kein Kleriker würde einen Feldherrn akzeptieren, der nicht rein ist. Ich werde einen reinen Feldherrn für deine Großoffensive finden. Tja, ist ja nicht so, als hätten wir es nicht schon versucht. Doch wachsen solche Experten nicht einfach so aus dem Boden. Und doch, bei uns im Hort sind zumindest schon zwei, die es können. Reinhold und ich. Warum sollte es bei den anderen Gemeinschaften nicht auch mehrere in einer Truppe geben? Berserker, Separatisten, von mir aus sogar Outlaws. Völlig egal. Nur rein muss er sein und bereit sein, sein Leben für die Menschen hier in Ignadon aufs Spiel zu setzen. Wenn du es so sagst, hört es sich noch unwahrscheinlicher an. Ich weiß. Aber wir haben keine andere Wahl. Am besten, du befragst als erstes die obersten Anführer der anderen Gemeinschaften. Vielleicht haben wir ja Glück. Okay, reiner Feldherr. Ja, okay, jetzt haben wir über die Hälfte der Folge hier gequatscht. So. Ah ja, was sagst du denn zu der ganzen Geschichte? So, wie geht's dir überhaupt? Wie geht es dir? Ich bin okay. Jo. Okay. So, wie jetzt weiter? Wie jetzt weiter im Text? So, wir gehen mal hier drüben raus. Geht's hier drüben überhaupt raus? Keine Ahnung, Werkbank. Was sind hier? Hier wohnt der oder wie? Was ist hier? Dusche, Betten, keine Badewanne. Ach, Wohnung ohne Badewanne ist scheiße. So, was haben wir hier? Zigaretten, guter Löffel. Unbrauchbare Verbandstasche. Wieso ist das alles verboten? Ja. Einfacher. So, was ist hier? Wer bist halt. Du denn? Im Namen unseres Gottes, der Obrigkeit und meiner selbst, was ist dein Begehr? Und glaub ja nicht, du könntest einem Krüppel etwas vormachen. Ich merke, wenn du mir die Unwahrheit sagst. Krüppel? Du siehst doch ganz gesund aus. Na gut, Krüppel ist vielleicht etwas übertrieben. Trotzdem bekleide ich diesen Posten, weil ich mich von meinem letzten Fronteinsatz auskurieren muss. Ganz über den Berg bin ich dennoch nicht. Meine Gelenke schmerzen nach wie vor und ich schaffe es nicht, meine Muskeln übermäßig zu strapazieren. Aber du bist weder mein Arzt noch meine Amme. Also, was willst du? Mach den Weg frei. Nichts weiter. Ich war im Begriff zu gehen. Dann lass dich nicht aufhalten. Dann müssen wir uns Kalan mit dem... segne deinen Pfad. Dann müssen wir uns mit dem rumprügeln. Verlässt du eigentlich nie deinen Posten? Ich erlaube mir nur zu sehr später Stunde eine kurze Auszeit, um Kraft im Gebet zu schöpfen. Aber deinem Wunsch, Konversation zu betreiben, sollte damit Genüge getan sein. Geh nun. Das heißt, wir müssten bis Mitternacht schlafen hier. Übi. Hä? Wollen wir das mal probieren? Hier oben waren doch Betten. Sehr später Stunde. Wir können das ja mal probieren. Kaya, wir schlafen jetzt zusammen bis Mitternacht. Ja. Wo war hier im Bett? Hier drüben.
Hier irgendwo waren doch Betten gewesen. So, hier. Würde mich wundern, wenn das so einfach wäre. Kalans Wehr. Noch steht er da, oder? Ja. Genau so, das ist es. Ich müsste wohl eine genaue Zeit finden. Halt! Du wirst hier als Dieb gesucht. Was? Entweder du bezahlst deine Strafe oder du wirst mit den Konsequenzen leben müssen. Ich zahle meine Strafe. Wenigstens etwas. Und dass das nie wieder vorkommt. Verstanden? Weggetreten. Ja, ja, wir müssen unsere Griffel mal ein bisschen bei uns behalten. Das ist schon richtig. So. Warte mal, was? Ach so, das ist der Teleporter. So. Er verlässt nie seinen Posten. Halt! Im Namen unseres Gottes, der Obrigkeit und meines. Ja. Nee. Ach, scheiße. Wir müssten wohl hier unseren Namen auf die Liste setzen lassen. Wie die gesagt hat. Wenn wir hier oben warten, wir hätten gleich hier drüber gehen sollen. Ist was, Doc? So, die Insel-Chance. Speichern. Was machst du da? Wenn du was klaust, bist du tot. Schleichst du etwa? Nein. Guck dir mir etwa hinterher. Nö. Ja, und wo jetzt? Warte. Also müssen wir erstmal hier reingucken. So, Quests. Vogelfrei. Verbündete aus dem Mittelalter. Das machen wir mal hoch hier. Wo war das? Erbesser. Ignadon. Zersetzende Kräfte. Glaubensfrage. Eva. So, machen wir hier. Dann machen wir mal die Karte auf. Alter. Nee. Also, ehrlich, was ist das denn? So. Was? Sicherheitskonsole. Arwitz leeren. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ich habe schon gar nicht mal angezeigt. Was ist das hier? Die Sicherheitskonsole wird dort oben angezeigt. Keine Ahnung, ob wir das hier schaffen, ob hier noch jemand rumschleicht. Ist hier Scheibe? Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier schleichen müssen. Kommen wir hier links runter? Ich glaube schon, ja. Leise. Ist hier eine Tür? Ja, oder? Ja. Hm.
Okay. Ja, hier ist er auf der anderen Seite der Wand. Aber ich schätze mal, hier hinten steht irgend so jemand rum, oder? Eichern. Abgeschlossen, der Weg zu Kalan. So, hätten wir. So, wie kommen wir hier am besten raus? Ganz einfach. So, leicht verdientes Geld. Jo. Eichern. So. Was auch immer du gesehen hast hier, Kollege, das war eine Fata Morgana. Jetzt ist er tatsächlich komplett weg. Ach so, naja, jetzt wäre die bessere Chance gewesen. Aber ist mir gerade egal. Wir gehen jetzt noch bis zum nächsten Morgen pennen. Oh, ich würde mal sagen, der nächste Folge werden wir uns dann um die ganzen Sachen hier kümmern. Wir haben ja halt so viel gequatscht mit dem Typen da. Das ging ja damals schon auf die Eier, dieses ewige Gequatschen mit dem. So. Wir könnten ja den ganzen Hort ausräumen. Liebestor machen. Jo, bis zum nächsten Morgen schlafen. Jo. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal runter und bringen der Alten gleich das Ding da. Das Buch. Jo. Jo. Hast du hier noch irgendwas zu melden? Wegen der Sache unten im Archiv? Nö. Okay. Geh nochmal fragen hier. Halt! Im Namen unseres Wie oft willst du Bis du begriffen hast, dass Unbefugte hier keinen Zutritt haben. Bist du befugt oder was hast du hier zu suchen? Entschuldigung. Nichts weiter. Ich war im Begriff zu gehen. Dann lass dich nicht aufhalten. Wir hätten mehr klauen sollen. Kalan segne deinen Ja. So, okay. Was jetzt noch angezeigt wird, das ist die Sicherheitskonsole. Egal. So. Ich würde das gerne noch abgeben wollen, das Ding hier. Das Buch. Tragt Kalan in eurem Herzen, in euren Fäusten und. Dann machen wir, wie gesagt, die restlichen Quests. Dann suchen wir hier den Verdächtigen. So, wo ist die? Eva. Ja, die da. Guck mal hier. Ich habe, was du wolltest. Unglaublich. Jetzt kann ich endlich das Wort des Propheten ungefiltert erfahren. Du hast wirklich etwas gut bei mir. Oh. Dann ist das so. Zahl mich aus. Wenn das so ist, zahl mich aus. Ich hätte gestiegen. Ich kann, was du für mich getan hast, nicht in Splittern aufwiegen. Dieses Werk ist unbezahlbar. Versuch es einfach. Naja, viel habe ich nicht bei mir. Meine Nahrung ist mein Glaube und die meisten Splitter habe ich gespendet. Ich hoffe, du bist hiermit zufrieden. Ach ja, sollte ich irgendetwas Interessantes in den Schriften entdecken, lasse ich es dich wissen. Jo. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Jo, das ist aber nett von dir. Nee, beibringen ist nicht. Jo, und damit wären wir eigentlich schon so gut wie durch für heute. Wir gucken noch mal hier in die ganzen Quests rein. So, was haben wir jetzt noch alles hier? Vogelfrei. Verbündet aus dem Mittelalter. Ist, ja, genau. Hochtechnisierte Alliierte. Ja. Das ist hier natürlich, dass ich ihn für Spitzel im Hort. Ja, okay. Assimilierung, was war das? Ich bin schlecht vorbereitet auf das, was ich vorhabe. Ich brauche eine andere Ausrüstung, eine gute Waffe und eine. Passable Rüstung würden jetzt wirklich helfen. Ich müsste auch mit die anderen Sachen mitmachen, hier mit dem Typen, der mich ausgeräumt hat und so weiter. Kuni 4 zum Beispiel. Das können wir noch nicht machen, dafür sind wir noch zu schwach, das weiß ich. Gestohlene Gerätschaften während der Bewusstlosigkeit. Ja, genau das meine ich. Jo, Gefühlschaos. Wie konnte ich. Das ist die Hölle. Auch Antworten, ja. Ulbrichts Großoffensive, das ist noch weit entfernt. Ich muss das erstmal alles sortieren hier. Aber besser, Sicherheitsmaßnahmen. Das machen wir, wenn wir uns. Das machen wir, wenn wir uns hier für eine.
Gilde entschieden haben. So, zersetzende Kräfte. Ignaton, was war das Ding? Was? Nächtliche Geschäfte? Reinhards Männer. Ja, Nahrung für die Kleriker. Okay, warte mal. Da hatten wir doch auch hier. Auf der Karte markieren. Also markieren wir mal auf der Karte, das war wo? Ja, das war hier unten. Das Problem ist, uns hier durch Ignaton zu bewegen, das ist eine ziemlich fetzige Sache. So, Vorratslager geschlossen. So, was haben wir noch? Nächtliche Geschäfte. Auf der Karte markieren. Das war... Das ist alles hier im Hort der Kleriker. Okay. Jetzt können wir hier rüberfahren. So. Na gut, so kommen wir dann auch mit dem Controller hier hin. Also, okay. Kathedrale. So, das sind die ganzen hier, mit denen ich schwätzen soll. Wie gesagt, das machen wir dann in der nächsten Folge. Nahrung für die Kleriker. Gut. Okay, da sind wir ungefähr am Bilde, was wir hier in der nächsten Folge zu tun haben. So. Gut. Dann speichern wir das ganze Ding jetzt einfach mal ab. So. Gut. Dann hoffe ich natürlich, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Könnt mir gerne ein Abo da lassen und könnt auch gerne mal in die anderen Projekte reinsehen. So. Und damit Dankeschön fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen angenehmen Feierabend. Und ciao.